Ja, hallo, liebe Interessierte meiner neuen Facebook-Seite, meine Rolex-Sammlung. Ich werde jetzt mal nach und nach ein paar Sachen mit euch teilen, die ich so im Laufe der letzten 20 Jahre sammeln zusammengetragen habe. Vielleicht ist für den einen oder anderen da auch noch eine Überraschung dabei, was er noch nicht kennt. Und ja, ich bin auch immer wieder erstaunt, was es alles gibt. Auch nach 20 Jahren findet man immer noch jeden Tag oder fast jeden Tag irgendwas, was einen überrascht. Dieser Künstler hat ja doch eine ganz schön lange Zeit, ja, weltweit eigentlich getourt. Er war ja in Amerika und natürlich in den europäischen Ländern überall präsent und ja, da gibt es allerhand zu finden. Ja, und das werde ich so nach und nach hier vorstellen. Denke mal, für den einen oder anderen Fan sicherlich interessant. Ja, heute fangen wir mal an mit diesem schönen Stück. Das sieht aus wie das letzte Roy Black-Album, produziert von Dieter Bohlen, Rosenzeit. Auf den ersten Blick, das wäre jetzt nicht so spektakulär. Und es ist auch nicht das letzte LP-Album, sondern es ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein Promo-Artikel, der an die Station, ich weiß nicht, an die Manager oder an die Plattenfirmen versendet wurde, um Werbung für das neue Album zu machen. Ja, und das haben sie ganz geckig gemacht. Das ist nämlich hier zum Ausklappen. Und in diesem Klapp-Cover befindet sich dann statt der LP zu Promo-Zwecken die Roy Black CD Rosenzeit mit den jeweiligen Titeln. Ja, das CD-Album unterscheidet sich jetzt nicht von dem, welches dann so als CD erschienen ist. Aber ich finde, das haben sie ganz geckig gemacht. So. Also es hat genau die gleiche Größe wie die LP, ist dann aber die CD drin. Und dann haben wir hier nochmal eine Beschreibung. Roy Black mit seiner neuen Single Ich träume mich zu dir aus dem kommenden Album Rosenzeit. Beide vom Erfolgsproduzenten Dieter Bohlen. Und dann jetzt nochmal eine Übersicht über die Fernsehausstrahlung, wo Roy Black teilnehmen wird im Jahre 1991. Und dann noch interessante Informationen, welche Kampagnen sie fahren werden, um das neue Album zu promoten. Ja, und das ist eigentlich ein sehr, sehr rares Stück aus meiner Sammlung, weil das konnte man ja so in der Form nicht kaufen. Da muss man schon irgendwie Kontakte haben oder Glück haben, dass man irgendjemand kennt oder von Plattenfirmen, weil ich denke mal, so viele Exemplare wird es davon nicht gegeben haben. Und hier sind dann noch Informationen. 26. Juli 1991. Tja, schade, dass er nicht mehr lang gelebt hat, dass er seinen Ruhm, die zweite Karriere, das Comeback nicht richtig hat genießen können. Ja, das wäre es erstmal zu dem Stück und wir hören uns dann zu der Vorstellung des nächsten Artikels. Ja, kommentiert gerne drunter, freue ich mich und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dann, tschüss.